Guten Tag, mein Name ist Markus Bauer. Ich präsentiere in diesem Video einen Teaser zu meiner Masterarbeit Simulation of Underspecified System Architectures Using Symbolic Execution. Das ist ein langer Titel und ich breche den hier mal in seine Einzelteile runter und stelle ein paar Grundlagen vor. Softwarearchitekturen. Die Softwarearchitektur ist ein Bauplan der Software. Das ist so zu verstehen wie der Bauplan eines Gebäudes. Die Architektur gibt einen Einblick in das Design der Software und beschreibt das Verhalten von Subkomponenten und deren Zusammenspiel. Verzeihte Softwaresysteme. Größere Softwareprojekte sind meistens aufgeteilt in kleinere Subkomponenten. Dies wird gemacht, da große Projekte meistens kompliziert sind und das zu lösende Problem in ein kleineres Problem zerteilt werden muss, um es besser zu verstehen. Komponenten in einem verteilten System müssen miteinander interagieren, was realisiert wird durch ein Kommunikationsprotokoll, was beschreibt, wie die Komponenten miteinander reden. Modellbasierte Softwareentwicklung ist eine Technik, um Software als Modell darzustellen und dann aus diesen Modellen lauffähige Software zu erzeugen. Die Modelle sind meistens eine vereinfachte Darstellung der Software und sind dazu da, den Entwicklern ein besseres Verständnis für die Software zu geben. Da aus den Modellen ausführbarer Code erstellt werden kann, können frühzeitig getestet werden. Durch das frühe Testen kann das System noch in der Designphase verändert werden, was ein hohes Ersparnis an Zeit und Geld mitbringt. Dann kommen wir mal zur Problemstellung. Wir haben Montiac-Systemmodelle. Montiac ist eine Architecture Description Language, welches es erlaubt, Softwaresysteme darzustellen und sie zu beschreiben. Montiac erlaubt es, verteilte Systeme darzustellen in der Form von Komponenten und Konnektoren. Komponenten sind entweder atomar, das bedeutet, sie enthalten Verhalten, oder verteilt, das bedeutet, sie enthalten andere Komponenten, die entweder atomar oder auch wieder verteilt sind. Die Kommunikation wird durch sogenannte Ports übernommen. Diese garantieren, dass eine Nachricht von einer Komponenten zur nächsten verschickt wird. Atomare Komponenten können Automaten beinhalten. Automaten bekommen eine Nachricht als Eingabe, schauen, ob eine Transition genommen werden kann und geben dem dementsprechend der Transition eine entsprechende Ausgabe aus. Nun kann es sein, dass der Automat nicht deterministisch ist. Das bedeutet, dass mehr als eine Transition auf einmal genommen werden kann. Meine Aufgabe war es, einen Simulator zu erstellen, der Montiac-Systemmodelle mit nicht-deterministischen Automaten simuliert. Hier oben habe ich mal ein Beispiel für Montiac. Das ist ein verteiltes System mit verschiedenen Unterkomponenten. Und eines von diesen Unterkomponenten enthält einen Automaten, der hier unten dargestellt ist. Und dieser ist nicht deterministisch, weil er zwei Transitionen beinhaltet, die zum Beispiel von Werten, die größer 1 sind, immer erfüllt wird. Das heißt, man muss jetzt eine Entscheidung treffen, welche von den beiden man nimmt. Um dieses Problem zu lösen, habe ich Symbolic Execution genutzt. Symbolic Execution ist eine Methode zum Testen und Analysen von Programmen. Anstatt konkrete Werte zu benutzen für die Ausführung eines Programmes, werden symbolische Werte genutzt. Diese repräsentieren jede mögliche Eingabe. Jetzt wird das Programm abgelaufen und sobald irgendeine Kondition auftaucht, spaltet sich die Ausführung und zwei neue Pfade werden erstellt. Am Ende der Ausführung hat man dann einen Baum mit mehreren Pfaden durch das System, welche jede mögliche Zuweisung repräsentiert. Diese Formeln kann man dann einem Solver geben, der sie auf Erfüllbarkeit überprüft. Das bedeutet, dass es eine Belegung gibt, sodass die Formel möglich ist. Formeln, die nicht erfüllbar sind, repräsentieren Pfade, die nicht durch die normale Exekution des Programms erreicht werden können. Hier habe ich mir auch ein Beispiel, ein Java-Programm mit einer Eingabe X. Und hier unten hat der Baum, der erstellt wird. Am Ende haben wir 4 Formeln raus, 3, die erfüllt werden können, also die auch erreicht werden können durch die normale Exekution und eine Pfad, der nicht erreicht werden kann. Ich habe jetzt Symbolic Execution auf Automaten angewandt. Wir geben dem System als Eingabe wieder symbolische Nachrichten. Sobald ein Automat angetroffen wird, werden alle Transitionen genommen und dementsprechend genauso viele neue Pfade erstellt. Diese Pfade repräsentieren verschiedene Zustände des Systems, da jede Transition eine andere Änderung im Systemzustand repräsentiert. Sobald eine neue Nachricht ins System kommt, muss sie auf allen vorherigen Systemzuständen simuliert werden. Dies führt dazu, dass die Anzahl von Systempfaden exponentiell steigt. Hier habe ich mal ein kleines Beispiel mit einem ganz simplen Automaten mit 2 Transitionen. Wir kommen jetzt mit 2 Nachrichten rein. Die erste führt dazu, dass sich das Ganze spaltet in 2 neue Pfade. Und die zweite muss dann auf jeden von den vorherigen Pfaden nochmal simuliert werden, also auf den beiden, was darauf führt, dass wir wieder 2 neue haben, also insgesamt 4 Pfade. Für jede neue Nachricht würde das dann auch genauso weitergehen. Das heißt, wir hätten jetzt nächstes 8 und dann 16. Das heißt, das Ganze steigt exponentiell.
Um dies zu verhindern, habe ich eine weitere Methode zur Simulierung implementiert, und zwar Symbolic Execution mit Symbolic Conditions. Anstatt einer symbolischen Variable zu benutzen als Eingabe, wird eine Kondition benutzt. Diese schränkt die Eingabe ein. Sobald ein Automat ausgeführt wird, werden nur die Transitionen genommen, welche auch zur Eingabenkondition passen. Wenn also die Kombination von Eingabe und Transition erfüllbar ist, wird diese genommen und ein neuer Pfad erstellt. Dies reduziert bei guter Weiterkondition die Anzahl der Pfade beträchtlich. Hier habe ich auch mal dasselbe Beispiel von vorhin. Diesmal drei Nachrichten, zwei von den Konditionen führen dazu, dass nur eine Transition genommen wird. Das heißt, wir haben keine Spaltung der Pfade. Die dritte führt dazu, dass gespaltet wird. Das heißt, wir haben jetzt nur zwei Systempfade anstatt vorhin. Hätten wir bei drei Nachrichten 8. Was kann man mit den erstellten Pfadmodellen jetzt anfangen? Also erstmal, wieso machen wir das überhaupt? Zum einen simulieren wir Modelle, um zu testen. Im Allgemeinen wird in der Programmierung Nicht-Determinismus nicht gerne gesehen. Wir wollen generell, dass ein System mit denselben Eingaben immer dieselben Ausgaben ausspuckt. Aber es gibt Gründe für Entwickler, Nicht-Determinismus in Modelle einzubauen. Der Entwickler könnte unentschlossen sein über sein System und will die Konsequenzen verschiedener Entscheidungen miteinander vergleichen. Es kann auch sein, dass dem Entwickler Informationen fehlen und er deswegen das System nicht deterministisch macht. Außerdem kann es sein, dass das System von außen unkontrollierbar beeinflusst wird, und diese Eigenschaft muss auch im Modell dargestellt werden. Durch die Simulierung aller Pfade können Fehler frühzeitig gefunden werden. Entwickler bekommen außerdem genaue Informationen über die Eingabe und welche Konsequenz sie hat auf die Ausgabe. Sobald einmal alle Formeln erstellt sind, können weitere Analyseverfahren verwendet werden. Die Ausgabe des Systems kann zum Beispiel eingeschränkt werden und mit dem Solver kann ein passender Pfad für die Ausgabe gefunden werden. Außerdem können andere Systemeigenschaften durch die Formel verifiziert werden.